Realme ist die am schnellsten gewachsene Smartphone-Marke im Jahr 2021 gewesen. Und auf diesem Erfolg möchten sie sich nicht ausruhen, sondern sie geben weiter Gas. Und mit dem Realme GT 3 Neo möchte man zeigen, was man gerade in puncto Geschwindigkeit leisten kann. Doch dieses Smartphone könnte der Vorbote für ein interessantes OnePlus-Smartphone sein. Wenn ihr wissen möchtet, was euch beim Realme GT 3 Neo erwartet und welches OnePlus-Smartphone dahinter stecken könnte, dann bleibt dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über Realme, genauer gesagt über das Realme GT 3 Neo. Und allein vom Design her ist dieses Ding der absolute Kracher. Naja, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde, es macht einiges her. Gerade das Realme GT 2 Pro auf meinem Kanal gezeigt, was es alles kann. Wenn euch das übrigens interessiert, checkt das gerne ab. Ein Kandidat für das potenziell beste Smartphone des Jahres. Und das nicht, weil es die beste Hardware hat, aber weil es einfach ein gutes Gesamtpaket ist. Aber schieben wir das auf Seite, denn ich habe ja im Intro bereits gesagt, das Realme GT 3 Neo, das könnte auch ein interessantes OnePlus-Smartphone sein. Welche Vorstellung ich davon habe, beziehungsweise was sich abzeichnet, das verrate ich euch nachher. Denn erstmal möchten wir herausfinden, was sich überhaupt hinter dem Realme GT 3 Neo verbirgt. Und übrigens, falls euch solche Videos gefallen, macht es euch leicht, abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das Realme GT 3 Neo so zu bieten hat. Denn bei diesem Smartphone setzt man auf ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Dazu gibt es eine Full HD Plus Auflösung und eine Touch-Sampling-Rate von 1000 Hz. Und hier merkt ihr, es ist ganz schön viel los. Schön an diesem Smartphone ist auch zu sehen, dass Kinn und Stirn extrem, extrem dünn sind und dass wir dadurch ein Display-to-Body-Ratio von knapp 95% erreichen. Also da muss man wirklich sagen, man bekommt das Maximum vom Display hier insgesamt rein. Euch dürfte es natürlich auch aufgefallen sein, die Kanten sind nicht abgerundet und damit natürlich ein weiteres Highlight für viele von euch da draußen, obwohl Premium-Top-Smartphones ja irgendwie immer diese Display-Ränder haben. Weiter geht es dann mit dem Prozessor und hier setzt man auf den MediaTek Dimensity 8100 und das zeigt MediaTek, auch wenn ich schon ganz oft gesagt habe, sie sind zurück, sie bauen Top-Prozessoren. Jetzt gilt es natürlich, in noch mehr Smartphones irgendwie reinzukommen, dass dort dieser Prozessor verbaut wird. Denn ein Fact, den muss man an dieser Stelle sagen, auch wenn die Prozessoren natürlich schneller sind teilweise als das, was wir von Qualcomm sehen, müssen sich die Hersteller erstmal darauf einpendeln, denn alles muss softwaremäßig auch auf die Hardware abgestimmt sein. Und auch wenn ihr quasi einen Ferrari fahrt mit 1000 PS, bringt euch das Ganze nichts, wenn ihr am Ende in der 30er-Zone unterwegs seid. So kann man das ein bisschen überspitzt sehen. Mit mindestens 12 GB RAM LPDDR5, einem internen Speicher von 256 GB wird dieses Smartphone ausgestattet. Heißt, ihr habt hier UFS 3.1 auch noch mit dabei. Also einiges wird euch hier geboten und gerade in puncto Speed möchte man zeigen, dass dieses Realme GT 3 Neo echt ein verdammt schnelles Teil ist. Über die Rückseite habe ich ja so ganz kurz am Anfang gesprochen und dieses Modell wird es in zwei Farbausführungen geben, einmal in Blau und in Weiß. Ich persönlich finde es echt ganz cool, denn es macht so einen echt Rennsportcharakter mit diesen Stripes da drauf, auch wenn das am Ende nichts allzu Bedeutendes ist. Aber ihr merkt auch, der Kamerabump, der gehört einfach irgendwie in alle BBK-Produkte gefühlt mittlerweile rein. Denn wir haben hier das klassische Triple-Kamera-Setup und dieser Bump ist nahezu identisch in vielen anderen Smartphones bereits da draußen erschienen. Dahinter verbirgt sich die 50-Megapixel-Kamera und genauer gesagt die Sony IMX766. Also den Sensor kennen wir bereits schon aus ganz vielen anderen Smartphones. Dazu gibt es eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera und nochmal eine 2-Megapixel-Makro-Kamera. Also hier liegt der Fokus wirklich auf der Hauptkamera und hier haben wir darin verbaut einen optischen Bildstabilisator und einen elektronischen Bildstabilisator. Das bedeutet, man hat beides hier in diesem Smartphone mit dabei und da dürfen wir uns wirklich wohl über Top-Ergebnisse freuen. Auf der Front haben wir dann das Punch-Hole, das ist natürlich oben mittig eingelassen. Wie immer sage ich auch hier, mir sagt das nicht zu. Nichtsdestotrotz gibt es von diesem Design natürlich viele Anhänger da draußen. Links oben ist irgendwie am Ende mein Favorit. Jetzt haben wir ja schon einige coole Dinge bei diesem Smartphone erfahren und ja, das gibt es vielleicht auch in vielen anderen Smartphones. Aber was wir jetzt haben, ist ein Novum, denn wir haben einen 4500 mAh Akku. Okay,
okay, das ist jetzt nicht das Novum, sondern das Novum ist einfach, wir haben 150 Watt Charging. Das Ganze funktioniert kabelgebunden, kabelloses Laden haben wir nicht mit dabei, aber ich glaube, das benötigt man am Ende nicht, denn 150 Watt. Dadurch ist es möglich, 50% in nur 5 Minuten zu bekommen. Und das heißt, morgens, ihr putzt euch die Zähne, schließt es gerade an und dann kommt ihr auch schon durch den Tag in der Regel damit, denn diese 50% könnten doch wohl oder übel funktionieren. Und daran sieht man einfach, wir sehen hier einen neuen Speed-Rekord. Xiaomi hat beispielsweise jetzt 120 Hertz in einigen Smartphones mit dabei und das ist ja schon echt verdammt schnell, ja. Aber jetzt mit 150 Watt sehen wir einfach einen neuen Schritt im Jahr 2022 und ich persönlich feiere das irgendwie. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, wie sieht es denn irgendwie mit der Sicherheit aus? Der TÜV Rheinland hat das Ganze abgenommen und 1600 Ladezyklen sind möglich und dann habt ihr immer noch über 80% Akku. Das bedeutet, also ihr habt 20% Verlust, wenn ihr auf 1600 Ladezyklen geht. Das Ganze ist getestet worden, verifiziert, also da muss man sich gar keine Gedanken machen. Wenn man jetzt mal überlegt, 1600 Zyklen einmal am Tag, also ihr merkt, das Smartphone könnt ihr ziemlich lange nutzen. Und für mich persönlich ist das echt cool. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Bin ich gespannt, wie ihr dazu steht. Wir haben Stereo-Lautsprecher mit dabei, Fingerabdrucksensor unter dem Display verbaut. Also hier ist eigentlich so alles ganz klassisch gehalten. Eine IP-Zertifizierung haben wir leider nicht mit dabei, aber ich glaube, der Fokus liegt hier einfach ganz woanders. Und dann habe ich es ja auch im Intro gesagt, dass wir hier vielleicht potenziell ein OnePlus-Smartphone sehen könnten. Und für mich handelt es sich hier um das OnePlus Nord 3. Denn bei der Designsprache geht man eigentlich genau in die Richtung. Denkt euch mal die Farben weg. Dazu kommt natürlich ein etwas größeres Display. Okay, aber die Hauptkamera zum Beispiel ist gleich geblieben und wir haben schon zwischendurch immer wieder gelesen, dass wohl ein OnePlus-Smartphone zertifiziert worden ist mit 150 Watt Charging. Und hier sehen wir ein Smartphone. Beide Marken gehören übrigens zu BBK und auch das deutet darauf hin, dass man dieses Smartphone dann hier schon gebaut hat und man sich einfach bei OnePlus dann bedient, um das Ganze anzubieten. Ich halte das für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Die Frage ist allerdings dann, wann kommt das OnePlus Nord 3 zu uns? Und dann kommt natürlich auch noch die Preisfrage. Es gibt wohl einen Early-Bird-Preis von umgerechnet 300 Euro für dieses Gerät. Das ist definitiv sehr interessant. Trotzdem würde es bei uns definitiv auch teurer werden. Und so würde ich von 400 Euro bei diesem Smartphone ausgehen. Das war jetzt ziemlich viel und vielleicht denkt ihr auch, das passt irgendwie gar nicht zusammen mit OnePlus und Realme, aber ich könnte mir das wirklich ganz gut vorstellen. Schreibt also auch gerne dazu bitte mal eure Meinung unten in die Kommentare und dann freuen wir uns doch alle schon auf das nächste OnePlus Smartphone. Die Marke ist einfach nicht klein zu kriegen und das zeigt einfach, wie groß die Community dahinter ist. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.